Herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar geht es heute um das James Webb Space Telescope versus Hubble Teleskop. Und zwar beleuchte ich mal heute für euch die Unterschiede beider Teleskope. Im April 1990 brachte das Shuttle Discovery das Weltraumteleskop Hubble in den Weltraumorbit. Dabei hatte es am Anfang gleich mit technischen Problemen zu kämpfen. Die Wissenschaftler hatten sich eine bessere Qualität erhofft und daraufhin folgte dann eine Service-Mission. Dieses technische Update verbesserte die Abbildungsschärfe des Weltraumteleskops. Daraufhin folgten 4 weitere Service-Missionen, die die technischen Gegebenheiten verbesserten. Jetzt habt ihr auch eine Vorstellung davon, wie alt das Teleskop eigentlich ist. Es ist mittlerweile ungefähr 30 Jahre alt. Das ist natürlich kein großes Alter für so ein Stück Wundertechnik, allerdings kommt dieses Gerät so langsam an seine Grenzen. Und dazu komme ich zu einem Zitat der NASA, was ich auch gleich mal übersetze. Und zwar sagt die NASA, dass das James Webb Teleskop ein Nachfolger ist und kein Austausch des Hubble Teleskops. Ja, und warum das so ist, das besprechen wir jetzt. Als erstes möchte ich euch den bildlichen Vergleich zeigen. Wir haben links das Hubble Weltraumteleskop mit dem primären Spiegel, der in Silber dargestellt ist, und rechts das James Webb Teleskop, das in Gold dargestellt ist. Und wir sehen hier diesen deutlich großen Unterschied. Allein durch die Größe des Spiegels ist das James Webb Teleskop also sehr leistungsstark. Ja, und wer war überhaupt der James Webb? Er war ein US-amerikanischer Regierungsbeamter und hatte sogar die Leitung der NASA inne. Kommen wir aber nochmal zu der Leistungsstärke zurück zum James Webb Space Telescope. JWST ist die Abkürzung, und wir sehen hier die Grafik. Seeing back into the cosmos, was so viel heißt wie wir wollen bis an den Anfang sehen. Und der Anfang war der Big Bang, so die Theorie. So, hier siehst du den Pfeil, der zeigt auf den Big Bang. Hier ist die Jahreszahl 0, das heißt, das Universum ist 0 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und wenn wir jetzt weiter nach links gehen, dann haben wir dieses Orangene, das ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Und dann kommen wir weiter nach links, dann kommt das Dark Age. Und nochmal weiter, da sind dann die ersten Sterne, die entstehen oder entstanden sind, und dann kommen die ersten Galaxien. Ja, und wenn wir dann bis zum JWST gehen, zum James Webb Teleskop, da sehen wir links unser Modern Universe, was so viel heißt, das ist unser Universum zum jetzigen Zeitpunkt, beziehungsweise das, was wir jetzt sehen, ist 13,7 Milliarden Lichtjahre alt beziehungsweise entfernt. Mit anderen Worten, das Licht benötigte 13,7 Milliarden Lichtjahre, bis es zu uns gekommen ist. So, und was heißt das jetzt für das James Webb Teleskop? Ja, um es nochmal zu sagen, das James Webb Teleskop will bis zu den ersten entstehenden Sternen schauen. Das heißt, Hegus Chandra Deep Field, das sehen wir hier oben, das ist eben ein Satellit mit einem Röntgenteleskop. Und es kann eben auch schon sehr weit bis zu den ersten Galaxien, wo sie entstanden sind, sehen. Allerdings eben nicht so weit wie das James Webb Teleskop. Aber weiter, soweit ich weiß, als das Hubble Teleskop. Wobei ich sagen muss, das Hubble Teleskop hat durch die ganzen Upgrades auch einiges an Leistungsfähigkeit dazu gewonnen. Das heißt, es kann auch mittlerweile bis zu 13, irgendwas Milliarden Lichtjahren sehen. Um es hier nochmal zu verdeutlichen, hier sehen wir die ersten Sterne und Galaxien, die entstanden sind und 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das bedeutet, das sind aktuell die ältesten Galaxien, die wir sehen können. Und das James Webb Teleskop möchte eben noch weiter zurückschauen. Das wird es auch. Das Problem ist jetzt allerdings dabei, dass die kosmische Hintergrundstrahlung eine Grenze des sichtbaren Universums darstellt. Das heißt, hier endet quasi das Licht. Es müssen also andere messbare Werte als das Licht gefunden werden, um diesen Bereich zu untersuchen.
Wir haben also gesehen, dass das James Webb Teleskop einen sehr, sehr großen Spiegel und somit eine sehr gute Auflösung hat. Zudem möchte man also auch noch weiter schauen bis zur Entstehung des Weltalls, also bis zum Urknall. So, sprechen wir doch mal von der Auflösung des James Webb Teleskop oder besser gesagt von den Wellenlängen, wie es denn überhaupt in den Weltraum sehen kann. Ja, und was bedeutet das? Links haben wir jetzt beispielsweise die sichtbaren Wellenlängen, da ist ein Molekularnebel abgebildet, so wie es zum Beispiel auch das Hubble-Teleskop abbilden würde. Der Molekularnebel verdeckt also einen Großteil der sichtbaren Sterne im Hintergrund. Rechts haben wir jetzt abgebildet das Infrarotbild, und zwar so würde es das James-Webb-Teleskop ungefähr abbilden. Die Wellenlänge im Infrarotbereich, das ist so für den Menschen zwar nicht sichtbar, hat aber den Vorteil, dass man quasi hinter den Sichtbaren sehen kann, das heißt jetzt hinter dem Nebel, und es sind viel, viel mehr Sterne sichtbar. Man kann also deutlich, deutlich weiter sehen. So, und um nochmal den Unterschied zu verdeutlichen, habe ich hier nochmal ein Bild gezeigt. Und zwar haben wir hier den ultravioletten und den sichtbaren bzw. visible Bereich. Hier ist das Hubble-Teleskop darauf spezialisiert und es kann sogar auch ein bisschen in den Infrarotbereich sehen, aber nur ein ganz kleines Spektrum und ist natürlich nicht darauf spezialisiert. So, das James-Webb-Teleskop kann im Infrarotbereich sehen, es ist darauf spezialisiert, kann aber natürlich auch im sichtbaren Bereich Bilder wiedergeben. Hier übrigens auch nochmal ganz schön zu sehen, das Farbspektrum, welches das Auge der Menschen sehen kann. Jetzt kommen wir auch gleich nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt. Davor wollte ich jetzt nochmal sagen, ihr könnt auch gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Das ist auf jeden Fall gut für den YouTube-Algorithmus, dann weiß er, dass euch das Video gefällt. Es würde auf jeden Fall unterstützen, dass auch mehr Leute das Video anschauen können. So, und beim Hubble-Teleskop ist es ja so, dass dieses Teleskop in der Erdumlaufbahn bzw. im Orbit seine Position hält. Die NASA hat mit dem James-Webb-Teleskop allerdings einen anderen Plan. Sie wollen das Teleskop weiter rausschießen, quasi über dem Erdorbit hinaus. Und was das bedeutet, das sehen wir jetzt gleich. Links haben wir auf jeden Fall im Orbit das Hubble-Teleskop, das seht ihr hier links. Dann kommt der Mond und 1,5 Millionen Kilometer weiter draußen soll das James-Webb-Teleskop positioniert werden am Lagrange-Punkt. Der Lagrange-Punkt, das ist ein Punkt, da wo alles im Gleichgewicht ist, vereinfacht gesagt. Ich möchte das jetzt aber nicht zu sehr vertiefen. Und der Vorteil, dass das James-Webb-Teleskop jetzt so weit draußen positioniert wird, ist vereinfacht gesagt, dass das Leuchtrauschen nicht so hoch ist. Beziehungsweise die Lichtverschmutzung, was ein besseres Wort ist. Jeder kennt es wahrscheinlich. Städte produzieren sehr viel Licht, auch in der Nacht. Das heißt, wenn man mit Teleskopen in den Nachthimmel schauen möchte oder Astronomiefotografie betreibt, dann muss man sich in den Wald begeben, da eben, wo nicht so viel Luftverschmutzung herrscht und der Nachthimmel eben nicht künstlich durch irgendwelche Lichtquellen aufgehellt wird. So, und was hat das jetzt alles nochmal mit dem James-Webb-Teleskop zu tun? Ja, wir haben eine quasi Lichtverschmutzung, Lichtemissionen nicht nur auf der Erde, sondern eben sogar im Weltraum. Und das James-Webb-Teleskop will eben jegliche Lichtverschmutzung, jegliche Störung durch das Licht, zum Beispiel durch die Sonne eben, vermeiden. Faktisch bedeutet das jetzt, wenn das James-Webb-Teleskop so weit von der Erde weg ist und eben auch noch ein bisschen vom Mond geschützt wird, dann werden auf jeden Fall die ganzen Lichtemissionen reduziert. Zusätzlich besitzt das James-Webb-Teleskop sogar ein Sonnenschild. Dieses Sonnenschild schützt eben vor Wärme und fremder Infrarotstrahlung. Allein das ist schon mal ein sehr großer Vorteil im Vergleich zum Hubble, das in der Erdumlaufbahn
sich positioniert hat. Übrigens, das Sonnenschild ist so groß wie ein Tennisplatz. Ja, nach zahlreichen Verschiebungen werden jetzt wahrscheinlich manche von euch sagen, wann wird denn jetzt das James-Webb-Teleskop endlich in den Weltraum starten? Und der aktuelle Termin ist Oktober 2021. Ja, und was passiert dann eigentlich mit dem Hubble-Teleskop, wenn das James Webb schon draußen ist? Es soll auf jeden Fall bis 2025 weitergeführt werden. Allerdings werden keine großen Wartungsmissionen mehr durchgeführt. Die wurden eben schon seit vielen Jahren eingestellt. Es sind zwar auch einige Gyroskope ausgefallen, aber laut der NASA funktionieren noch einige Gyroskope. Es hat insgesamt 6, einige sind ausgefallen und es funktioniert aber weiterhin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns das James Webb Teleskop mitteilen wird, was es für Rätsel lösen wird, was es bei der Galaxie- und Sternenentstehung so entdecken wird. Vielleicht erfahren wir sogar ein bisschen mehr über den Urknall, soweit soll es ja fast auch sehen, zwar nicht bis Null, aber ein bisschen weiter danach. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es wird eine Riesensensation. Lassen wir uns einfach überraschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.